Was geht ab, Nakamas? Zane ist wieder da und heute mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 981 mit dem Titel Join dem Kampf. Wenn euch wundert, warum dies nicht als Livestream gemacht wird wieder, es ist momentan so, dass ich am Umbau meines Stream-Setups bin und bis dies fertig ist, werde ich erstmal alles nur im Videoformat raushauen. Was das heißt, ist einfach, dass ich mir eine dicke Systemkamera gekauft habe, die ich dann als hochauflösende Webcam nutzen will und nun muss ich mir noch ein gescheites Licht besorgen und mein Zimmer etwas umdekorieren, da ich in Zukunft vermehrt Videos machen möchte, wo ihr mich seht. Ich finde, dies baut einfach eine kleine bessere Verbindung zwischen mir und euch auf. Ich hoffe auf jeden Fall, diese Idee gefällt euch, aber bis dahin müsst ihr mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Aber fangen wir jetzt mal an mit dem Review. Kid hat Apu weggeklatscht und wird von den Beast-Piraten erkannt. Queen ist erschrocken, dass auch Kid mittlerweile frei ist. Apu und Kid haben eine kleine Diskussion über Apus Betrug an der Allianz. Apu sagt selbst, dass Kid recht dumm ist, dass er glaubte, dass diese Allianz wirklich einen der vier Kaiser stürzen könnte. Apu erwähnt auch, welche Allianz zwischen Piraten hat denn schon jemals ein glückliches Ende gefunden. Und dies passt wieder zu der Überlegung, ob Law Ruffy irgendwann betrügen wird. Auch Robin sagte mal, dass jede Piratenallianz am Ende zusammenbrach und Ruffy meckerte sogar Law an, ob er ihn betrügen wolle. Ist dies vielleicht wieder ein kleiner Hinweis seitens Odas? Apu greift Kid an und die Beast-Piraten machen sich auch schon bereit und Queen gibt ihnen sogar die Erlaubnis, Kid zu töten. Plötzlich stampft ein Riese daher und haut mit einer Keule auf den Boden. Kid sagt, dass dieser sogar größer ist als ein gewöhnlicher Riese, also zu welcher Rasse könnte er wohl gehören? Es stellt sich heraus, dass er einer der Numbers ist und zwar Hatcha und er sieht ziemlich betrunken aus. Interessanterweise, als wir die Numbers zum ersten Mal gesehen haben, wirkten sie eher monsterartig. Doch Hatcha sieht eher aus wie ein menschliches Wesen. Deutet dies möglicherweise an, dass sich die Numbers verwandeln können? Vielleicht doch eine Zoan oder eine Smilefrucht? Kid wird mit einem Pfeil angegriffen, doch Ruffy wehrt diesen Angriff ab. Ruffy, Zoro und Kid geben sich gegenseitig die Schuld an dieser Misere. Und Killer denkt sich einfach nur, Gott, was sind das für Trottel. Auch Apu greift wieder an und Killer erklärt, dass man sich die Ohren zuhalten muss, da Apus Attacken nur wirken, wenn man sie hört. Wir kriegen nun auch erklärt, wie es dazu kam, dass Killer überhaupt eine Smilefrucht gegessen hat. Und zwar sagte Orochi zu ihm, ess diese und du hast vielleicht eine Chance, deinen Kapitän zu retten. Doch was wollte Orochi damit bewirken? Was, wenn Killer wirklich Kräfte bekommen hätte? Wieso sollte man einen Gegner verstärken? Who's Who beobachtet die ganze Szenerie und wir sehen einige Mitglieder der Beast-Piraten um ihn herumstehen. Ich vermute, dass diese auch Mitglieder seiner ehemaligen Piratenbande waren und dies lässt uns einige spekulieren. Wir sehen ganz rechts einen, der wieder so ein Papier vorm Gesicht hat mit dem Augensymbol, so wie es der eine Dude im letzten Kapitel schon hatte oder auch Bao Feng. Dann sehen wir noch zwei Ladies, die wohl Catwoman Cosplays tragen, zudem einen größeren Dude, der am Körper ähnliche Markierungen hat wie ein Tiger und dann noch einen Typen, der aussieht wie ein fetter Kater mit menschlichem Körper, aber Katzengesicht. Und zu guter Letzt noch eine alte Oma mit Katzenohren. Und ich weiß, ihr werdet es gleich hassen, aber immer wenn ich eine Piratenbande sehe, die ein Katzentheme hat, muss ich an Captain Black denken. Ich will damit jetzt nicht sagen, Captain Black ist Who's Who. Dazu passt weder der Körper, noch die Haare, noch die Gesichtsform. Aber irgendwas muss es doch zu bedeuten haben. Queen und Who's Who starren sich gegenseitig an und Who's Who sagt, Queen möchte jemanden umbringen, ich auch. Die beiden wollen sich ganz sicherlich gegenseitig töten, da bin ich immer noch fest der Überzeugung davon. Die Szene switcht rüber zu Big Mom, wo sie davon spricht, dass das Schiff in Ordnung ist und bald da sein wird. Schade. Dies heißt, es ging die ganze Zeit nur um das Schiff, mit dem sie selbst nach Wano Kuni gekommen ist. Ich hatte ja im letzten Kapitel gedacht, dass möglicherweise ein neues Schiff kommen würde, wo vielleicht Katakuri dann drauf wäre. Aber diese Theorie ist nun direkt debunked. Team Kinemon ist weiterhin unterwegs, ihr Plan ist es, sich in zwei Gruppen aufzuteilen und von zwei Seiten anzugreifen. Das Problem an der Sache ist nur, dass ihre Karte, die sie von Onigashima haben, sehr, sehr alt ist. Und sie nun an einen Ort angekommen sind, den sie nicht erwartet hatten, und zwar Black Marias Bordell. Sanji wird natürlich direkt reingezogen, jedoch ist das Bordell leer und sie wittern ihre Chance daran vorbeizukommen. Plötzlich öffnet Big Mom das Fenster, alle springen ins Wasser, nur Chopper mit seinem Panzer bleibt stehen und schaut direkt Big Mom in die Augen. Fuck, ist Big Mom da nackt oder was? Die Szene wechselt wiederum zu den Big Mom Piraten, welche wiederum versuchen den Wasserfall zu erklimmen. Alle fragen sich, wieso Big Mom eine Allianz mit Kaido eingegangen ist.
Nur Flampe ist das egal, sie möchte Kaidos neuer Favorit werden. Oh oh, ich wittere da etwas. Was, wenn sie gar nicht ausgewählt werden sollte, Yamato zu heiraten, so wie die Theorie ist? Dann könnte sie echt, echt pissig werden. Gerade als sie den Wasserfall emporklimmen, entdecken sie ein fliegendes Wesen, was auf sie wartet. Erst haben sie Angst, dass es sich dabei wieder um King handelt. Jedoch ist es niemand anderes als Marco, der Phönix. Yeah, fucking Marco is back. Und wie King schon vorher, kickte auch er Big Moms Schiff direkt wieder den Wasserfall runter. Das impliziert für mich, dass wirklich Marco gegen King kämpfen wird. Zudem bekommen wir am Ende noch Nekomamushi und Iso zu sehen. Ja, auch Iso ist zurück nach Wano Kuni gekehrt. Was auf jeden Fall ziemlich klar war, um ehrlich zu sein. Ich fand es echt ein geiles Kapitel, vor allem mit Marcos Comeback. Aber wie fandet ihr es? Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Like-Button smasht. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann seid so gut und lasst ein Abo da. Support ist kein Mord. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.